Da sind wir wieder, liebe Leute, bei Dragon Quest 11 und wir gehen jetzt in die Unterstadt von Heliodor. Bin echt mal neugierig, warum will er jetzt in die Unterstadt? Was hat er da noch für eine Rechnung zu begleichen? Beziehungsweise, was will er da? Welcome to downtown Heliodor, home to rogues, ruffians, and all my other favorite kinds of people. About a year ago, me and Dirk, my partner in crime, managed to acquire one of the royal family's most precious possessions. They got wise and pulled me in eventually, but not before we'd stashed it somewhere safe so we could pick it up later. Right down there is the biggest, stinkingest garbage pile in all of Heliodor. Me and Dirk buried the orb slap bang in the middle of it. Nennt sich der Esel nicht immer zuerst? After all, no one would ever think of looking for it there. Where criminal genius is, I tell you. Time to go liberate that loot to the garbage pile. Lass uns zum Müllhaufen. Willkommen in der Unterstadt, den schmutzigen kleinen Geheimnis Heliodors, von dem die Welt da draußen nichts wissen soll, wenn es nach der noblen Herrschaft auf der anderen Seite der Mauer geht. Ihr seid nicht von hier, oder? Nun, wenn ihr keinen triftigen Grund habt zu bleiben, würde ich von hier verschwinden. Was habt ihr gesagt? Ihr sucht nach der Müllhalde? Na, wenn es zum Abfall geht, seid ihr im richtigen Viertel der Stadt gelandet. Ein riesigen Haufen davon liegt genau in der Mitte. Na, gehen wir mal hin. Halt, hier ist ein Händler. Hallo, sagt mal, seid ihr auch gut ausgerüstet, was Schwerter angeht? Seid ihr bis an die Zähne mit Klingen bestückt? Die Welt da draußen ist ganz schön gefährlich. Es zahlt sich aus, gut vorbereitet zu sein. Okay, was haben wir denn? Kupferbierhänder. Oh, ein Bronzemesser. Das gibt ihm schon mal, gibt ihm mehr Angriffskraft. Ja. Erik. Und er soll es auch gleich ausrüsten. Genau. Verkaufen. Wir gucken, was kann ich verkaufen? Den Topfdeckel. Ja, komm, verkaufen wir den. Soldatenschwert. Birkenholzbumerang. Achso, nee, dann nicht. Ein banaler Bumerang. Jetzt habe ich zwar nicht die Bumerang-Sachen probiert, aber egal. So. Wir klettern hier einfach mal hoch. So. Hier ist nichts weiter. Hier ist noch was. Aber auch nichts Wildes. Ich soll immer mal nach oben klettern und oben gucken, weil oben sieht man meistens irgendwas, was man vorher gar nicht gesehen hätte. Halt. Ja, so welche Krüge und so weiter, aber ja. Ich weiß halt nicht, ob sich das wirklich dafür lohnt, nach oben zu klettern, ne? Aber gut, es wird wohl seine Gründe haben, dass man mir das geschrieben hat. Okay, da muss auch nach oben gehen. Wer über die Planken links geht, ist nachher selber schuld. Bleib nah an der Mauer dran. Okay. Wir gehen einfach mal rüber. So. Ja, kann man mal machen. Ich weiß jetzt nicht, was mich hier erwartet, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Nur um hierher zu kommen. Ernsthaft? Ah, wie bin ich hierher gelandet? Wie konnte es nur so weit kommen? Wie komme ich nur wieder zu diesem Schlamassel heraus? Hä? Wer seid ihr denn? Was wollt ihr von mir? Wenn nicht, sollt ihr lieber eine Fliege machen. Ich habe schon genug um die Ohren, ohne dass ihr mir auf die Nerven geht.
Ja, nee, ist klar. Danke. Ich wollte gerade sagen, wenn ich den Weg jetzt wieder runterlaufen muss, dann Prost Mahlzeit. Es lohnt sich für mich nicht, da hochzugehen. Bin ich ganz ehrlich. Ist das hier der Müllhaufen? This is the spot. Keep a lookout, okay? I'm going to grab the loot. Now, it was around here somewhere. It's definitely here. I'm 1000% sure. It's not here. You gotta be kidding me. Me and Dirk were the only ones who knew where it was. Wait a minute. That rat! He must have done the dirty on me and taken it for himself. Damn it! I should have known! A thieving little... Wait till I get my hands on him. I'm gonna find him. And you're gonna help me. Okay, the inn we used to crash at is just over there. Come on, it's the only one with an upstairs. You can't miss it. Okay. Okay, ja, besonders weil es auch noch gezeigt wird. Na, Dietrich, was hast du denn gemacht, hm? Warst du nicht lieb zu ihm? Ja, gucken wir mal, was haben wir hier. Glaubt mir, nirgendwo werdet ihr Rüstung preiswerter bekommen als hier. Funkelnagelneue Ware zum Schleuderpreisen. Besser und günstiger geht's nicht. Na, werden wir ja gleich sehen. Ernsthaft, kurze Hose. Lederharnisch. Lederschild, Lederhut. Oh, ich weiß nicht. Nur um ihn zu verbessern. Ah. Nee, das lohnt noch nicht. Moment, das Einzige mit zwei Stockwerken ist das da. Hier drin haben wir nichts. Können wir auch nichts weiter durchsuchen? Nein? Okay. Hä? Es ist Nacht geworden? Ich gehe einfach mal raus und es wird Nacht. Ja, moin. Also, oder gute Nacht oder wie auch immer. Willkommen im mysteriösen, recht außergewöhnlichen Madame Sibylla. Auch wenn du mir keinen Silber in die Hand legst, werde ich trotzdem aus deiner Hand lesen. Nun, interessiert? Ich wusste, dass du das sagen würdest. Sieh, gut, dann mal los. O geheimnisvoller Herrscher des Schicksals, verrate mir, was birgt die Zukunft dieses brünetten Burschen hier? Liebe Güte, du... Liebe Güte, ich sehe Schmerz und Schwermut und obendrauf noch eine ordentliche Ladung Trauer und Ungemach. Aber verzweifle nicht. Diese ganze Misere lässt sich mit einer einzigen klugen Investition vermeiden. Dieser erstklassige Gegenstand würde dich normalerweise eine hübsche Stange Geld kosten. Aber ich verkaufe ihn dir zum Umwerfen niedrigen Preis von 100 Goldmünzen. Also, was sagst du dazu? Verkauft einen jungen Mann mit dem Kessenfrisur. Hier bitte, der mein Schätzchen. Weihwasser. Wenn du dich damit benetzt, wird dir fiese Viehzeug einen großen Bogen um dich machen. Dann hast du keinen Ärger mit Monstern mehr, Jungchen. Wie mein, die Straße runter gibt es die gleiche Ware zum halben Preis? Tja, solche Dinge bekommt man schon mal vor. Ach, übrigens, Rückerstattung gibt es bei uns nicht. Tut mir leid, Schätzchen. Die hat mich ausgenommen. Die hat mich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Was soll denn das? Beschiss. Hallo, ist jemand da? Nein? Okay. This old place hasn't changed a bit. Back in our thieving days, Dirk and me used to lay low here whenever things got hairy. Ruby? Ruby, you there? It's me, Eric. There's something I need to ask you. Ruby runs the place. Looks like she's not around, but if anyone knows where Dirk is, it's her. Which means we'll have to go find her. So here's the plan. There's a tower they use to look out for fires. You're going to climb up there and keep an eye out for Ruby. I'll check a couple of other spots. Don't worry, you can't miss her. She's the only redhead in town.
Okay. Achso. Ja, sorry. Bla 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 bla. Da hinten ist der Turm. Na komm. So, jetzt können wir gucken. Get out of here! Go on! Okay. Okay, das ist Ruby. Muss ich jetzt hier rüber oder muss ich jetzt wieder runter? Schade, so darf ich nicht runterspringen. Na, egal. Danke. Can't find Ruby anywhere. How about you? Any luck? You saw her heading back to the inn? Great! Let's head over there and find out what she knows. So. Und hinter, 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 hinter. Du weißt was. Well, if it isn't my favorite landlady. Welcome to our humble... Strike a light! If it ain't me favourite little tea leaf! Last I heard, they'd locked you up and thrown away the key! Hang about. You've gone and escaped, ain't ya? You and your friend here are the fugitives everyone's talking about! Well, I know not to stick me big nose in where it ain't wanted. You always did like to sail close to the wind. Don't worry, I won't be here long. I just need to know where Dirk is. Have you seen him? Dirk, eh? Now there's a name I ain't heard in a while. Didn't he open some fancy shop up by the castle? Yeah, that was it. Raking in the cash he is, or so they say. That can't be right. The rent up there is crazy. Where would he find the money? Ja, macht's nicht Klick, die Kugel? Wait a second. He sold it, didn't he? Don't... Hat's verstanden. In this part of town, you don't go asking too many questions. You know that. If you want more, you'll have to get it from the horse's mouth. You're right. Thanks, Ruby. I appreciate it. We'll get out of your hair. That no good traitor! I'll bet he sold me out and sold the ore. And all so he could move up in the world. Well, I'll get what I'm owed. You'll see. Ja, wie kommen wir an dem vorbei, hm? We'll need to get past that sentry if we're gonna head uptown and find him. Wait, isn't he... Yeah. I remember hearing that one of the guards is terrified of dogs. I think it was him. Maybe we can borrow one of somebody.
So, wir sollen uns also einen Hund borgen und da müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir jetzt einen Hund finden. Und dafür gehe ich jetzt erstmal zurück. Ich würde aber sagen, bevor ich jetzt einen Hund suche und finde und was auch immer, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.